Guten Tag, ihr seid auf dem Kanal Global Fashion Workshop Germany. Heute möchte ich mit euch über den Brustapnoe sprechen. Vor mir liegt mein Grundschnitt, das Rückenteil und das Vorderteil. Wir sehen alle, dass der Brustapnoe sehr groß ist. Ich habe euch schon mehrfach erklärt, wie man sie ein wenig auflösen kann, wie man den Apnoe-Inhalt verkleinert, ohne die Passform zu zerstören und so weiter. Heute erkläre ich eine der Methoden, wie man den Apnoe ändern kann, so dass der Apnoe-Inhalt sich verkleinert, ohne dabei die Passform zu zerstören. Alles, was wir vorher mit euch gemacht haben, war, dass wir einen Teil des Inhalts in das Armloch verlagert haben, einen Teil in die Schulter und haben danach den Überschuss abgeschnitten. Wir hatten den Apnoe etwas abgeflacht. Dabei hatte sich die Passform ein wenig geändert. Die Passform wurde dabei etwas lockerer. Wir haben in mehreren Videos den Apnoe auf diese Weise verkleinert. Das ist wie für große, so auch für kleine Brust anwendbar. Man muss nicht unbedingt den gesamten Apnoe-Inhalt absteppen oder wenn wir den Apnoe in die Seitennaht verlegen und dort den gesamten Inhalt absteppen. Dabei haben wir hier eine spitze Stelle, die sich später beim Bügeln nicht einhalten lässt. Das ist auch nicht wirklich gut. Es verleiht der Kleidung ein veraltetes Aussehen. Ich kann es bei einem Kleid verstehen. Dort schließen wir den gesamten Inhalt, da wir gute Passform benötigen. Aber auf der Oberkleidung verändern wir oft den Brustapnoe. Wir arbeiten mit dem Apnoe, damit er nicht so spitz ist. Heute führe ich eine der Methoden vor. Vor mir ist das Vorderteil. Es ist egal, ob es ein Reverskragen oder ein Schallkragen, ob ein Blazer, ein Trenchcoat oder ein Mantel. Diese Variante eignet sich immer dann, wenn wir einen Umlegekragen haben. Ich werde heute nicht über den Kragen sprechen. Das ist die Übertrittskante. Das ist die vordere Mitte. Und das ist die Übertrittkante. Es ist absolut unwichtig, welche Konstruktion wir jetzt machen werden. Ich werde jetzt irgendeine als Beispiel einzeichnen. Das ist jetzt absolut unwichtig, welchen Reverskragen wir heute einzeichnen. Heute ist nicht darüber die Rede. Heute sprechen wir über den Apnoe. Nehmen wir an, dass das unser Reverskragen ist. Ist nur als Beispiel. Hier werden wir irgendeinen Kragen einsetzen. Des Weiteren. Nun schneide ich das Vorderteil aus und werde an dem Apnoe arbeiten. Das Rückenteil lege ich weg, wir brauchen es nicht. Eine Sache ist es, wenn es in den Lehrbüchern erklärt ist, und eine andere, wenn es die Meister praktisch vorführen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Heute habe ich entschieden, ein kurzes Video zu drehen. Ich war in unserem Atelier, dort haben unsere Schneiderin solche Apnoe angewendet. Da dachte ich, das muss ich unseren lieben Abonnenten auch zeigen. Es ist natürlich nicht so gut, auf der Oberbekleidung den gesamten Apnoe-Inhalt zu schließen. Ah, so schneide ich es aus, ja? Nun werde ich den Apnoe ausschneiden. Üblicherweise vertiefen wir das Armloch.
Hier kann eine Wiener Naht sein. Ich zeichne jetzt mit dem roten Stift ungefähr ein. Es kann also eine Wiener Naht sein. Und hier der Brustabnäher. Man kann hier einen Einschnitt machen und den Abnäher hierher verlagern, wie bei einem Bläser. Es ist nicht weiter wichtig. Lass uns diese Variante nehmen. Ein kleiner Seitenteil. Es kann auch ohne der Wiener Naht sein. Es ist absolut beliebige Konstruktion möglich. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Aber ich muss an irgendeinem Beispiel es vorführen, deshalb erkläre ich es. Nehmen wir an, 5 cm unterhalb der Taille machen wir einen Tascheneinschnitt. Von hier aus trage ich den Abnäher ab. Denkt dran, wir können hier nicht den gesamten Inhalt abtragen. Es lässt sich später nicht einhalten. Ich trage nur ein wenig ab. Wir hätten den Abnäher auch einfach hierher verschieben können. Ihr könnt beliebige Konstruktionen, die ihr euch wünscht, machen. Ich führe euch einfach anhand diesem Beispiel vor, wie man den Abnäher verkleinert. Ich denke, dass es eine kurze, aber sehr wertvolle Lektion sein wird. Seht nun, was hier geworden ist. Wir haben hier einen riesigen Abnäherinhalt bekommen. Hier kommt es aus der Tasche, das ist eine absolut klassische Variante. Des Weiteren, nun möchte ich den Reverskragen annähernd überprüfen. Hier trete ich ungefähr 2 cm ab. Und hier auf der Höhe des ersten Knopfes, hier haben wir den Kragenbruch. Das ist mein Reverskragen. Hier geht natürlich der Kragen weiter. Nun zeichne ich aus der Schulter einen absolut geheimen Abnäher. Hier treten wir mindestens 2 cm ab. Bei weniger als 2 cm wird sich die Naht mit dem Kragennaht in die Quere kommen. Ich trage üblicherweise 2 cm ab und zeichne eine Linie zum Brustpunkt. Folgendes würde ich machen. Ich erkläre dies als Beispiel, damit ihr es versteht. Ich hätte beispielsweise hier aufgeschnitten und hätte den Schnitt auf 2,5-3 cm geöffnet. Dadurch verkleinert sich der Abnäher. Aber das geht nicht, dass der Abnäher bis hierher verläuft. Das bedeutet, dass mein Abnäher früher enden muss. Hier seht ihr. Ich klebe alles wieder ab. Das war nur als Beispiel, dass man es so machen könnte. Übertrage ich den Abnäher hierher, so habe ich die Möglichkeit, den Abnäher länger zu machen. Ich zeige und erkläre gleich, warum ich es gemacht habe. Damit wollte ich deutlich machen, dass der Abnäher nicht unter dem Kragen zu sehen sein darf. Das ist nicht erlaubt. Nun zeichne ich den Abnäher nicht direkt zum Brustpunkt, sondern leicht geneigt. Dadurch kann ich den Abnäher ein wenig verlängern. Es bleibt dabei von dem Kragen verdeckt. Nun schneide ich auf. Aus diesem Punkt schneide ich zum Brustpunkt auf. Und öffne den Schnitt auf 2,5 cm. Machen wir hier größere Öffnung, dann entsteht hier ein großes Volumen, welches sich später nicht einhalten lässt. Ich habe das Recht, hier 2,5 cm zu öffnen. So einen Abnäher werde ich hier haben. Jawohl.
Was muss ich jetzt machen? Seht ihr diesen Abschnitt zwischen den Apnea-Spitzen? Das muss ich einfach abkleben. Ich ignoriere es einfach. Es dient als eine kleine Weitenzugabe. Es sind eigentlich nur ein paar Millimeter. Hier haben wir einen Apnea mit dem Inhalt von 2,5 cm bekommen. Aber nun habe ich eine sehr breite Stelle, deshalb. Klebe ich eine Seite ab, um einen spitzen Apnea zu bekommen, welches den Inhalt von 2,5 cm hat und so spitz endet. Nun klebe ich ihn ab und umrande ihn mit einem bunten Stift, damit ihr ihn sehen könnt. Was habe ich mit diesem Vorgang erreicht? Ich habe damit erreicht, dass der Apnea-Inhalt dadurch kleiner geworden ist. Ich klebe ab und erkläre gleich alles. Dank dem, dass wir diesen Apnea auch absteppen, zusammenheften, absteppen, bügeln, abdampfen, halten die Spitze ein. Wir haben den Brustvolumen überhaupt nicht verändert. Wir haben nur an der Spitze das Volumen verändert. Dieser Apnea, ich umrande ihn jetzt. Wird von dem Reverskragen verdeckt. Er wird überhaupt nicht zu erkennen sein. Hier ist er, ich habe ihn umrandet. Er hat uns diesen Inhalt verkleinert. Das ist einer der vielen Methoden. Es eignet sich für den Mantel, für den Bläser. Schaut, ihr steppt den Apnea ab, es entsteht dadurch hier schon ein Volumen. Hier ist er. Dadurch ist dieser Apnea-Inhalt kleiner. Das geht bei jeder Konstruktion. Der Apnea hätte auch zur Seitennaht gehen können. Hier oder hier. Bei jeder Variante, bei jeder Position des Apneas ist der geheime Apnea möglich. Nach dem Absteppen und Bügeln versteckt er sich einfach ideal hinter dem Reverskragen und dem Umlegekragen. Er ist unsichtbar und hilft uns trotzdem sehr. Er weicht die Form im Brustbereich auf. Ich arbeite im Moment sehr viel daran. Des Weiteren, wenn es ein Bläser oder ein Mantel ist, könnt ihr ebenfalls einen Teil in den Armloch verlegen. So circa 7 mm. Bei einem Mantel könnt ihr 1 cm aufklappen, bei einem Bläser dürft ihr nicht so viel öffnen, nur ein wenig, circa 5-7 mm. Hier habt ihr ein wenig aufgelockert. Dadurch hat sich der Apnea noch ein wenig verkleinert. Ich erkläre euch Regeln, damit ihr es lernt, moderne Kleidungsstücke zu nähen. Ich habe schon oft erklärt, dass die Armlochlinie oben gerade sein muss. Runde Linie ist altmodisch. Ich ertrage es nicht, wenn man den gesamten Apnea-Inhalt aus einer Stelle absteppt. Danach versucht man noch stundenlang die Spitze mit dem Bügeleisen einzuhalten. Einhalten, abdampfen und sonstiges. Dann enthalten unsere Bläser und Mäntel eine spitze Form. Dieser Anblick ist furchtbar. Wer eine große Brust hat, versucht es bitte, den Apnea-Inhalt zu verkleinern. Mit allen möglichen Methoden. Ich habe schon einige Methoden gezeigt, heute auch noch eine. In der Tat sind diese Kenntnisse sehr wertvoll. Wer keinen aufgelockerten Armloch mag, macht es bitte nicht. Ich bin für die Auflockerung. Wenn ihr euch italienische Kleidung oder einfach gute Kleidung kauft, ist sie niemals so richtig körperanliegend. Hier habe ich figurbetonten Schnitt, aber das ist ein Kleidschnitt. Dann ist es an dieser Stelle sehr hautnah. Aber bei einem Bläser gehört hier eine gewisse Weite. Deshalb eignen sich alle Methoden zur Auflockerung des Apneas gut.
Wir haben mit euch einen geheimen und verdeckten Apnäer konstruiert, welches aus der Schulternaht hervor und mit dem Reverskragen und Umlegekragen abgedeckt wird. Ich möchte noch Folgendes ergänzen. Bei einem sehr großen Apnäerinhalt, in sehr seltenen Fällen, wer hier sehr viel Fühle hat, kann 3 cm hier öffnen. Am besten ist es 2,5 cm. Hier habe ich 2,5 cm geöffnet. Stellt euch vor, wie viel es dadurch verkleinert ist. Zusätzlich habe ich hier noch 7 mm geöffnet. Damit habe ich das Armloch einfach aufgelockert. Das hat auch ein Stück verkleinert. Auf diese Weise bildet der Teilenapnäer, der aus der Tasche hervorgeht, nicht mehr so großes Volumen. Das sind sehr wertvolle Kenntnisse. Wendet sie an. Wir nähen meistens aus Naturstoffen. Naturstoffen lassen sich sehr gut formen, einhalten, dehnen. Sie lassen sich sogar gut auf der Schneiderpuppe bügeln. Wir haben auch spezielle Bügelblöcke. Man kann damit dem Nähstück eine schöne Form verleihen. Ich erkläre euch all diese Methoden, damit unsere Kleidung modern ist. Ich hoffe, dass unsere Lektionen euch dabei helfen, abwechslungsreich zu sein. Das ist das, was wir mit unserem gesamten Team erreichen möchten. Auf uns wartet eine tolle Zukunft, weil wir dabei selber toll aussehen werden. Lasst uns dran glauben. Liked und teilt unsere Videos, abonniert unseren Kanal. Wichtig, lernt aus unseren Lektionen. Alles Gute, mit euch waren Paukstirine Michailovna und unser ganzes Team.